Bisou de Paris. Matze bei Olympia. Eine Legende tritt ab, das kann man so sagen. Timo Boll nach fast 30 Jahren Tischtennis, 25 Jahre Leistungssport. Jetzt ist er bei uns, hat die internationale Bühne verlassen. Und zwar hier bei den Olympischen Spielen in Paris, Timo. Und es gab in einer wunderschönen Halle nach einem zwar verlorenen Spiel für euch Sprechchöre. Die Menschen haben dich gefeiert. Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, es hat dich übermannt, oder? Ja, total. Ich hatte überhaupt nicht damit gerechnet. Wir hatten gerade das Spiel verloren. Ich meine, wir hatten uns so hart auf die Olympischen Spiele vorbereitet, gutes Gefühl im Vorfeld gehabt und dann kam diese Niederlage gegen ganz starke Schweden im Viertelfinale. Da war im ersten Moment natürlich die Enttäuschung da, aber ja, kurz nach dem Spiel kamen dann diese Sprechchöre und da war schon ganz schönes Gefühlschaos bei mir angesagt und gefühlsmäßig hat es mich ganz schön zerrissen. Du hast 7-mal Olympische Spiele gespielt. Das ist eine unfassbare Zahl. Du bist jetzt 43 Jahre alt, glaube ich, ne? Genau. Das ist der erste Sportler, wo ich sagen kann, wir sind fast gleich alt hier bei diesem Spiel. 7 Olympische Spiele. Und trotzdem, glaube ich, ist Paris besonders, oder? Auf jeden Fall, von der Stimmung her. Also hier war wirklich in jeder Arena, in jedem Stadion vom ersten Tag an alles ausverkauft, tolle Stimmung geherrscht. Wenn die Franzosen spielen, eskaliert es natürlich komplett. Und das ist toll, nochmal mitzuerleben. Ich habe ja auch 2 Weltmeisterschaften gespielt, einen World Cup. Und da war auch immer tolle Stimmung. Also die französischen Sportfans muss man wirklich loben. Das ist Wahnsinn. Jetzt trittst du zurück. Internationale Karriere ist vorbei. Ich kann mir Tischtennis Deutschland ohne Timo Boll nicht vorstellen. Was soll ich jetzt machen? Ah, wir haben noch ein paar gute Jungs. Die ist es auch wert anzufeuern. Und die werden auch weiterhin Erfolge feiern, da bin ich mir sicher. Aber klar, in unserer Sportart sind die Asiaten vor allem sehr, sehr stark. Ich meine, die sind oft schon mit 8-9 Jahren Profis. Und dagegen zu halten, ist verdammt schwierig, gerade in so einer technischen Sportart. Und wir geben uns Mühe und ja, ich hoffe, dass die Jungs das in L.A. dann schaffen, wieder mit einer Medaille. Was machst du jetzt? Was ist dein Plan? Ich habe mal gelesen, dass du mit Ende 20 eigentlich aufhören wolltest. Das wäre vor 14 Jahren gewesen und eine Banklehre beginnen wolltest. Ja, das war damals. Sollen sich die Banken jetzt melden? Ich weiß nicht, ob es dafür jetzt zu spät ist. Ja, ich habe auch schon ein paar Angebote, aber ich will einfach jetzt erstmal ein bisschen Zeit der Familie widmen. Die haben immer zurückgesteckt. Ich meine, ich war bestimmt 300 Tage im Jahr unterwegs. Es war schon ein Knochenjob, vor allem auch für die Familie. Viel Verzicht, aber ja, einfach ein bisschen mehr Zeit. Eine 10-jährige Tochter, die freut sich schon, die hat gestern auch geweint, aber freut sich auch, dass der Papa jetzt endlich öfters mehr zu Hause ist und das werde ich erstmal genießen. Papa, können wir bitte Tischtennis spielen? Hast du jetzt mehr Zeit für? Ja, mit mir will sie nicht spielen, aber die spielt ein bisschen, aber kein Leistungssport. Aber dann irgendwann. Wir werden sehen. Timo, es ist eine Freude, nicht nur dich hier kennenzulernen, sondern es war eine Freude als Sportfan, deine Karriere zu beobachten. Das war outstanding, das war unglaublich. Und danke, dass du für uns ein bisschen Zeit hast. Vielen Dank. Alles Gute, viel Erfolg bei allem, was er vorhat. Timo Boll, wer weiß, Bank oder doch Tischtennistraining. Wir werden sehen. Bei uns im Sat.1 Frühstücksfernsehen hast du immer einen Platz. Grüße ins Studio. Ja, kommst du mal vorbei, das ist eine gute Idee. Siehste, zack, nächste Gastakquirie. Ja? Super. So machen wir es. Grüße aus Paris. Ich mache kurz eine Trinkpause und habe einen Tipp für euch. Ihr könnt nicht genug von uns kriegen, was ich verstehen kann, oder von unseren Beiträgen. Dann könnt ihr die hier gucken oder ihr abonniert einfach unseren Kanal oder könnt noch am allerbesten links unten klicken oder rechts, wie auch immer, alle unsere Folgen auf Join. Frühstücksfernsehen immer und überall. Könnt ihr alle Highlights nochmal nachgucken. Prost.